Ich begrüße euch zu Brave Spezial. In der heutigen Ausgabe zeigen wir euch, was wir alles im Belantes Freizeitpark bei Leipzig erlebt haben. Wir waren richtig mutig und haben die größten Attraktionen getestet. Hallo und herzlich willkommen bei Brave, das etwas andere Magazin. Heute sind wir bei Belantes in Leipzig. Ich möchte eigentlich mal fragen, was machen wir heute hier und wer bist du überhaupt? Mein Name ist Lars Geißler, ich komme aus Wolfsburg und wir wollen heute in Belantes die Karussells testen. Okay, ich würde dann auch gleich mal sagen, wir gehen gleich los. Ich möchte euch nicht drauf warten lassen. Ich würde sagen, wir fangen bei Start Nummer 1 an, also kommt mit. So, wir stehen jetzt gerade vor der großen Pyramide. Wir fahren jetzt mit. Ihr seht, wie wir es machen. Hast du jetzt Angst? Ein bisschen. Ich mache mir eine Hosen. Aber es wird sich noch schlimmer machen, wenn wir euch die Achterbahn vorstellen. Ich mache mir auch eine Hosen. Ich glaube, wir werden nicht nur vom Wasser nass werden. Ich auch nicht. Aber wir haben es nachher schön kuschelig. Wir sind ja nachher im Dunkeln. Und da hinten haben wir auch schon einen Trockner gesehen, den wir dann auch gleich ausprobieren können. Ja, da können wir euch mal gleich zeigen, wie der Trockner ist. Ja, also, es ist ja die Achterbahn. Also, es ist ja keine Achterbahn, es ist ja was Achterbahn, denke ich. Das ist eine Wildwasserbahn. 38 Meter hoch, soll es bis zur Spitze gehen. Du siehst ja gerade die Leute, die sind ziemlich nass. Wirst du auch so nass sein? Ich denke ja, dass wir so nass werden. Und deine, wir werden ja auch ganz vorne sitzen. Ja, und deine Haare, will ich nur sagen, die tun mir jetzt leid. So, es geht los. So, dann wünsche ich jetzt mal auch viel Spaß. Wir stehen jetzt an. Wir stehen an. Ja, ich weiß nicht, wie lange die Fahrt geht. Es stimmt nur eine Minute und dann bin ich tot. Ich bin danach nass. Ich freue mich doch. Wir werden es sehen. Was hältst du bis jetzt von dem Park eigentlich? Von dem Tag? Von dem Park. Von dem Tag. Von dem Park. Also es ist ein schöner Familienpark, definitiv. Hat es genau die Vorstellung so erwartet, wie du es dir vorgestellt hast? Naja, also es ist unsere erste Attraktion, aber ich finde, sie sieht schon ziemlich beeindruckend aus. Ich habe noch nie in irgendeinem Park eine Pyramide gesehen. Ich auch noch nicht. Da kommt gerade unser Wagen an. Ich glaube, wir müssen uns jetzt fertig machen. Ich gebe jetzt einfach das Mikrofon ab. Wo ist nach vorne? Nicht nur vorne sitzen. Sind auch schon an. So, ja, wir steigen mal lieber aus. Ich bin nass. Ich hab eingepullert. So, jetzt würde ich mal als erstes mal fragen, die hier mitgefahren sind, kommt mal hierher. Ihr seid ja gerade auch hier mitgefahren. Wie fandet ihr eigentlich diese Fahrt? Sehr gut. Nass? War lustig. Wunderschön. Habt ihr wenigstens Angst gehabt? Nö. Warum nicht? Weil wir es schon kennen. Wo wart ihr eigentlich heute überall schon hier? Auf der schönen Achterbahn da drüben. Wie war sie? Super. Wie oft seid ihr schon mal hier gewesen? Ich das dritte Mal. Ihr könnt ja sehen, dass wir nass sind. Es war toll. Meine Kehle ist gerade ein bisschen heiß. Ich habe da ziemlich doll geschrien. Wie fandest du das? Ja, sieh mich an, Stefan. Ich bin richtig nass geworden. Aber du hast lauter geschrien als ich. Ich weiß, ihr habt ja auch Angst gehabt. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen zum nächsten Trips. So, wir sind jetzt bei Icarus. Dieses Ding macht mich noch mehr Angst als die Pyramide. Was hältst du davon? Naja, also der Traum vom Fliegen soll darin wahrgemacht werden. Und wer möchte das nicht gerne mal ausprobieren? Ich würde es auch gerne ausprobieren. Also, wie ihr sehen könnt, ihr seht es ja schon im Hintergrund und wir sitzen jetzt auch gleich drin. Ihr könnt mich gleich wieder live schreien hören. Den kleinen Angsthasen vom Brave. Außerdem trocknen wir dann wieder viel schneller. Aber wir sind ja schon fast trocken. Die Sonne scheint, das ist ein schöner Tag. Ich würde gerade sagen, wir sind schon wieder fast trocken und ihr könnt mich gleich wieder ohne Brille sehen. Hier muss ich mich die Brille absetzen, was auch richtig ist. Und ich werde euch danach noch ein paar Informationen geben, wie lange es das hier schon steht. Ja.
Tschüss. Ich schreie so laut, wie ich kann. Ja, willst du noch was sagen? Beobachte das einfach. Kommt mit und erlebt uns. Ich hatte Angst gehabt. Wie hast du das ausgehalten da oben? Ich habe nicht einen Umschlag zustande gekriegt. Du hast dich die ganze Zeit gedreht. Ich hab nur geschrien. Aber ich habe auch nicht gewackelt. Habe ich mich nicht getraut, gebe ich ja zu. Meine Beine, die schlottern so. Ich habe Höhenangst. Ich habe es geschafft wenigstens. Ich danke euch. Ja, ich will einfach nur hier weg. Ey, komm. Wir gehen. Wie fandet ihr das gerade? Viel zu hoch, eindeutig und viel zu schnell. Hast du geschafft, den Umschlag? Nee, ich habe nur hier mich festgeklammert und alles andere war mir egal. Ich bin nicht alleine auf dieser Welt! Aber wie findest du sonst den Park eigentlich? Sehr schön, ja. Fällt mir gut. Wie oft bist du eigentlich hier? In Leipzig, ja, öfters mal. Ich bin eigentlich Dresdner. So, wo sind wir jetzt? Weißt du das? Wir stehen gerade vom Gletscherrutscher. Wie man sehen kann, ist das ein Spaß für Jung und Alt. Ja, also das ist ein großer Pluspunkt für diesen Bereich hier. Und ihr könnt sehen, es kommen Kinder raus, die lächeln, die nicht Angst haben. Und ich empfehle es einfach wirklich nur weiter. Und den Erwachsenen scheint es auch Spaß zu machen. Ja, man sieht's. Also ich werde es auch nachher machen. Das machen wir beide zusammen. Wie findest du die Fahrräder? Du musst mein Gesicht reingespreten. Die sieht total komisch aus. Ja, ich auch. Ich sag einfach, wir fahren mal los, verfolgt uns einfach. Ich werde eh lachen, klar, ich krieg gleich einen nassen Abfall. Die sind ganz schön schwer, die Dinger. Ja, wir machen jetzt Wettrennen los, auf die Plätze fertig los. So, So, jetzt möchte ich erstens sagen, die erste Probe. Innerhalb, leider haben wir keine Stoppuhr gerade hier. Ich würde versuchen, eine Runde komplett zu schaffen. Du musst schneller sein als ich. Mit einem Rampen. Du kriegst einen kleinen Vorsprung. Ja, du kriegst einen kleinen Vorsprung. Na gut. Ja, dann würde ich eigentlich mal sagen, ja. Auf die Plätze, fertig, los. Alter, ich krieg es hin. Weg. Au. So. Der Marmorel gewinnt, Mann! Au! Ah. Was machst du da hinten? Warte, ich komm vorbei! So! Ich kann nur sagen, Brave, ich finde es echt geil. Und ich kann nur wirklich für diesen Park Note 1 geben, es ist echt geil. Es ist für groß und klein. Ihr könnt sehen, ich habe Spaß. Ich kann lachen. Er hat Spaß. Alle haben Spaß, alle lächeln. Wir stehen ja schon wieder vor einer Achterbahn. Von der Ritterachterbahn. Was ist das genau eigentlich? Das ist der Drachenritt. Eine ist eine Familienachterbahn. Und wie wir schon hier sehen können, ist diese Wand an einen Drachen angepasst. Schön grün. Ja, und wie ihr gerade sehen könnt, es sind auch gerade welche hinter uns weggefahren. Ich glaube mal, der Drachenritt heißt auch, wenn man es, könntest du gleich nachher mal ein bisschen zeigen, hier sind so eine Hügel, Wellen so, und da fährt man ja nur so, ich glaube, das ist der Drachenritt. Es ist super authentisch nachgemacht. Ein Burggraben ist hier und eine richtige Burg. Aber ich kann auch nur sagen, wir fahren auch nachher mit und Spaß haben. Die haben auf jeden Fall Spaß. Die haben auf eindeutig haben die Spaß, ich werde bestimmt auch nachher so einen Spaß haben und schreien. Du schreist doch immer. Ja, ich bin auch brave. Das ist mir ein Möschen. Also sage ich, brave, seht ihr gleich, fahren los. Ich möchte mal sagen, guckt mal euch die kleinen süßen Kinder an. Die sind so süß. Guck einfach rein.
Wo sind wir gerade? Pelanitus Rache, so heißt das Ding. Das ist so eine Art Frisbee, wie man erkennen kann. Also ich muss ehrlich sagen, Frisbee aus Fass und es dreht sich draußen, aber ja, das ist so, es schwingt, es sieht nicht gesund aus für meinen Magen. Wir müssen aber vorher noch was essen. Ja, ich würde auch sagen, auch wir zeigen es euch nachher, wie wir da rauskommen, wie übel mir ist. Ich glaube, das ist die erste Attraktion, wo ich brechen werde. Aber das ist kein Problem, weil das Ding hat eine Fläche, das kann man wegwischen. Fünf. Komm. Der ist geil! Komm, nochmal, ich will nochmal. Das ist so geil! Schwitzt du eigentlich nicht? Er friert. Okay. Ich kümmere mich um. Es ist. Ich will die mit nach Hause nehmen. Passt in meine Tasche? Mach mal deine Tasche auf, ich will die mitnehmen. Aber. Wir beide, würdest du da hinlaufen? Schaukeln! Wir möchten Schiff schaukeln mit. Fährst du doch mit? Yeah! Okay, dann sag ich mal, komm, wir gehen mal zum Schiff schaukeln mit ihnen. Komm! Jesse! Ist das so geil! Also mit Buddy möchte ich dir nachher nochmal tanzen. Der ist so geil. Wie fandest du gerade das Maskottchen Puddel? Also dir schien es gefallen zu haben, definitiv. Ich fand das so geil, aber es war so niedlich, das Tanzen. Ich kann, das ist geil. Den suchen wir nachher nochmal für dich. Ja, den wir noch mal mitnehmen dürfen. Den nehme ich auch heute noch mit, das glaube ich. Ja, ich sehe gerade hinter mir ehrfürchtig die Achterbahn. Wir sind ja gleich da. Schaust du mit? Mit dir. Auf jeden Fall. Du kommst mit. Erste Reihe. Weißt du dann, was wieder passiert? Ah! Ich glaube nicht. Wir werden es sehen. Ich habe. Ehrlich gesagt, Angst. Weißt du, wie das Ding heißt? Hurrikan. Alleine schon der Name macht mir Angst. Also Hurra und ich hoffe mal nicht, dass das ein alter Kahn ist. Also... Der Gott des Sturmes und des Windes soll das sein. Das habe ich auch gerade von Ihnen gehört. Also ich habe es gerade mitgekriegt. Der Wind hat es mir gesagt. Ja, ich möchte einfach mal sagen, weil vor was verpassen, unser kleines Maskottchen ist in so einem komischen Schiff drin. Das ist die ganze Zeit hin und her schwenkt. Guckt einfach mal schnell rüber. Es ist so geil, das Ding. Mit dem möchte ich tanzen. Guck mal, er steigt sogar ein gleich. Schreien alle mit und ja, Buddel? Nein. Aber Buddel klatscht wenigstens. Guck mal, er winkt wenigstens. Das ist so geil. Das ist so niedlich. So, jetzt sind wir schon weiter näher ran, wie ihr sehen könnt. Ich muss unbedingt nochmal so knuddeln, Buddel. Ich kann da nicht mehr aufhören vom Buddel. Er wollte ihm hinterherlaufen. Ja, ich wollte ihm hinterherlaufen. Ja, wie ihr sehen könnt, sie fährt jetzt los. Und da ist schon wieder Buddel. Das ist geil, jetzt mal Mikrofon. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt auch rüber. Buddel, kannst du auch mit sowas fahren? Hast du Angst? Das war verständlich, ich habe mich auch Angst. Wir haben beide Angst. Wie oft bist du heute schon gefahren? 10-mal. Wie gefällt es dir hier? Cool. Wie oft bist du denn eigentlich hier? Ist das das erste Mal, dass du hier bist oder schon mehrmals? Mehrere Male schon. Also, der ist tapferer als ich. Ich mache mir gleich schon in die Hosen. Also, es ist, also wenn man da oben dann runterfällt, ist es, mache ich eigentlich auch die Augen zu. Also, es ist schon brutal. Hast du geschrien? Ja. Ha! Ich habe noch einen gefunden. Das machen ja eigentlich alle. Das machen ja eigentlich alle schreien. Soll ich dir mal sagen, ich habe gerade Angst. Ich muss jetzt da mitfahren. Spaß. Jetzt hast du noch viel Spaß, einfach locker viel Spaß. Und dann werde ich das einfach mal machen und werde mit Mut zusammenreißen. Ich wünsche dir vor allem noch einen schönen Tag und fahr öfters noch mit. Du hast mehr Mut als ich, also ja. Respekt. So, ich stehe jetzt genau davor und wir sagen, wir gehen jetzt rein. Ich muss hier meine Brille abnehmen.
Ich muss auch hier meine Mütze abnehmen. Meine Haare sind nicht perfekt. Ja. Ich würde sagen, hier den Einstieg, weil jetzt brauche ich danach meine Ruhe. Komm mal kurz her. Hast du Angst? Ich wollte mich eigentlich schon drücken. Ehrliche Meinung, hast du wirklich Angst? Ja, ich habe wirklich Schiss. Ich auch. Ich habe unheimlich große Angst vor Achterbahn und das Ding geht senkrecht steil hoch und wieder runter, Respekt. Noch steiler. Es geht gar nicht. Ich werde hier gleich schreien. Also wenn ihr irgendein hört, ja, ich bin das. Und die Eissäule neben dir, das bin ich. Ja, ich sag einfach, ich will das Mikrofon nur noch abgeben, ich will es nicht mehr haben, also leb wohl! Oh. Hast du überhaupt nicht gehört? Also, wie gesagt, da ist Kolossos, glaube ich, schon wieder ein Scheiß gegen. Ja, ich fand das so niedlich. Er saß da zum Schluss. Ich sag ja Eissäule. Er war wie eine Eissäule. Ich saß da, ich konnte nicht mehr. Aber ich hatte meine Augen offen gehabt. Ich habe alles gesehen. Hast du deine Augen zugehabt? Das war wie ein Verkehrsunfall. Ich konnte nicht hinsehen, wollte aber auch nicht wegsehen. Ja. Ich heule immer noch. Ich würde einfach mal wirklich sagen. Ich bin, jetzt können wir auch was essen gehen, ne? Jetzt wird Zeit, was zu essen und was zu trinken, weil ich merke gerade, dass meine Stimme langsam ein bisschen versagt. Aber so muss man ja nicht mehr schreien. Das soll ich auch sagen. Wir machen jetzt echt Pause und wir sehen uns gleich. Bei Brave. Ich kann nicht mehr reden gerade. So, wir waren heute bei Belantes gewesen und du hast dich wirklich tapfer gestellt. Ich kann wirklich nur sagen, du darfst dich jetzt auf den Thron setzen. Ich kann wirklich ehrlich nur sagen, du bist brave, du hast es. Und ich möchte euch auch gleich den neuen Innenmoderator für unser Studio vorstellen. Oh, das kannst du eigentlich selbst machen. Dann kannst du auch gleich ein bisschen erzählen, wie der Tag für dich war und was für eine Note du es geben würdest. Ja, ich bin Lars Geißler. Ich bin jetzt mit dem Brave-Team eingestiegen. Und ja, wie war der Tag? Ich fand den Tag toll. Ich kann diesen Belantes-Park nur weiterempfehlen. Ist ein schöner Familienpark und nicht nur für die Familie. Auf der Website könnt ihr euch mal darüber informieren, was der Park alles noch so anbietet. Es gibt auch tolle Veranstaltungen, die auch für Erwachsene da sind. Das sind dann gesonderten Tagen im Monat. Also von mir kriegt der Park definitiv eine 1. Ich würde es auch sagen, es ist eine, mehr als eine 1. Ich kann so viele Sternchen jetzt dranhängen. Und das Maskottchen, mir das auch wieder hier oben sieht, es ist das Geilste, was an dem die Park mitgibt. Das findest du richtig toll, ne? Das finde ich richtig geil. Und wir können alle Weile herzlich sagen, zum Schluss, das war's von Brave. Das etwas andere Magazin. Und die nächste Spezialausgabe gibt's bald. Das war's auch schon wieder mit dem Brave-Spezial aus dem Belantes Freizeitpark bei Leipzig. Wenn ihr auch gerne bei uns mitmachen wollt, egal ob vor oder hinter der Kamera, dann bewirbt euch mit einem Foto an kontakt@brave-magazin.de. Ich verabschiede mich von euch. Bis zur nächsten Brave-Ausgabe.